Als Johannes und Simon Matthias kennengelernt haben, hat es sofort gefunkt. Bei allen dreien. Also wir haben, glaube ich, alle gemerkt, man kann auch mehrere Menschen lieben. Also zumindest genug Gefühle waren dann für alle da. Aber bist du nicht irgendwie da das fünfte Rad am Wagen? Jetzt leben die drei seit bald 7 Jahren zusammen als Trärchen. Wenn Leute fragen, was, noch mal, was ist unser Geheimnis, ist es halt irgendwie wirklich Kommunikation. Schlaft ihr alle zusammen in einem Bett? Ja. Wir arrangieren uns auf 1,80, ja. Aber wie funktioniert das, Beziehung zu dritt? Ich begleite Johannes, Simon und Matthias heute und morgen und sammle jetzt aber erstmal Johannes auf dem Heimweg von der Arbeit auf. Der arbeitet nämlich unter der Woche in Frankfurt am Main. Hi, schön dich zu treffen. Moin, cool, dass es geklappt hat. Ich mach mal hier den Corona-Gruß. Johannes arbeitet als Rechtsmediziner in Frankfurt und macht dort gerade seinen Facharzt. Johannes sieht seine Partner also nur noch am Wochenende. Partner heißt, die drei lieben sich alle gegenseitig. Wie haltet ihr denn dann Kontakt? Wir FaceTime oder telefonieren halt so und schreiben viel bei WhatsApp. Also gibt es so eine Trächen-WhatsApp-Gruppe quasi? Ja, ich glaube, da haben wir inzwischen 40.000, 50.000 Nachrichten in den letzten Jahren. Ja, wir organisieren gerne sehr viele Dinge. Wie viel Orga so eine Beziehung zu dritt tatsächlich braucht, das ist mir jetzt noch gar nicht klar. Hallo. Hallo. Moin, moin. Hi. Freut mich, euch kennenzulernen. Hi, ich bin Tim. Es ist ja schnuckelig hier, wenn ich mich hier so umgucke. Ja, es sind 50 Quadratmeter, auf denen wir zu dritt hier. Auf denen wir jetzt auch 5 Jahre lang zu dritt komplett durchgehen, als Studenten mit viel Tagesfreizeit hier ausgehalten haben. Matthias macht eine Ausbildung zum Koch und Simon ist Wirtschaftsingenieur in Köln. Wollt ihr mich dann einmal durchführen durch euer Reich? Ja, gerne. Ja? Riesige Wohnung. Ja. Ja, mit dem Westflügel hier rüber. Ja. Sehr cool. Das sind alles Fotos von euch. Ich glaube, wir sind immer drauf, oder? Irgendwer von uns. Ja. Johannes und Simon haben sich kennengelernt, als die beiden noch in der Schule waren. 11 Jahre sind sie jetzt zusammen. In der Wohnung haben sie zuerst allein gewohnt, dann kam Matthias dazu. Das ist noch ein Jahr lang, es war noch eigentlich deine eigene Wohnung, hast da, glaube ich, in diesem Jahr noch 3-mal drin geschlafen. Ja. Hast dich quasi direkt eingenistet. Ja, genau. Im Studium haben sich die drei total typisch auf einer WG-Party kennengelernt. Ich kann mir halt vorstellen, dass es bei vielen Beziehungen nicht gehen würde, dass der Partner seinem Partner sagt, ja, hast du auch irgendwie Gefühle für den? Aber das hat sich halt einfach daraus ergeben. Und dann haben wir auch mit Matthias darüber irgendwie angefangen zu sprechen. Ne? Also wir haben, glaube ich, alle gemerkt, man kann auch mehrere Menschen lieben. Also zumindest genug Gefühle waren dann für alle da. Also das hat voll gereicht. Und wenn man dann merkt, dass die andere Person nicht gehen soll, wenn man irgendwie mit der Person, die man liebt, kuschelt, sondern eher so von wegen, ja, die soll jetzt mit dabei sein. Ja, also wenn Leute fragen, was, noch mal, was ist unser Geheimnis, ist es halt irgendwie wirklich Kommunikation und halt irgendwie offenes über Dinge reden, weil auf die Art und Weise hat man dann eben Vertrauen, ist sich sicher mit dem anderen und wenn man aus irgendwelchen Gründen irgendeine Unsicherheit da ist, dann redet man halt drüber. Das ist also ein bisschen bescheuert, ne? Aber das ist so die erste Frage, die man sich stellt, schlaft ihr alle zusammen in einem Bett? Ja. Manche Leute kriegen das nicht mal zu zweit auf die Reihe, da ein Auge zuzumachen, aber bei euch geht das, oder wie? Ja, schon, ja. Es geht nicht mehr so gut wie früher, wir werden auch nicht jünger. Wir arrangieren uns auf 1,80, ja. Ja. Genau. Ja, ich finde es jetzt auch nicht so übertrieben groß, muss ich sagen. Handelsüblich halt. So. Und dieser Schlauch da in der Mitte? Das ist der Ersatz für mich unter der Woche. Wirklich? Das ist ein Seitenschläferkissen. Halt. Okay, okay. Und schläfst du sonst in der Mitte oder was? Nein. Wer zu spät kommt, muss in die Ritze. Das ist wahrscheinlich. Ja, cool. Okay. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns nur zu dritt näher kommen dürfen. Also das wäre jetzt ja auch irgendwie, das wäre auch logistisch echt blöd. Ja. Das ist ja auch eigentlich eine der positiven Aspekte dieser Beziehung, die wir immer nennen, dass wenn quasi ich jetzt aus wegen Stress und so gar keine Lust irgendwie auf Zweisamkeit habe, wie auch immer, dass ich dann einfach sagen kann, okay, dann halt heute nicht, ich setze mich ins Wohnzimmer und weil dann trotzdem der Partner halt noch versorgt ist. Das ist halt auch ein gutes Gefühl, also so ein entspannendes Gefühl halt einfach, ne? Dass man nicht irgendwie immer für den Partner da sein muss. Ich glaube, wir werden häufig auch so ein bisschen auf diese Sexuelle reduziert, habe ich das Gefühl, weil halt Leute diese Sache mit flotter Dreier ja quasi wirklich eher auf diese Sexuelle häufig reduzieren. Also wenn es jetzt nur um den Sex ginge, glaube ich, dann müssten wir uns hier nicht zu dritt auf 50 Quadratmeter quetschen. Ja. Das könnten wir auch anders haben. Du kannst es auch irgendwie halt auch wirklich. Auch vor der Ausbildung schon. Meine ich zumindest, ja. Nein, meinen auch genug andere Leute, die schon mal dein Essen probiert haben. Ja, jetzt warten wir, bis das Fleisch fertig ist.
Tja, und dann? Und ich würde sagen, wir können so lange schon mal ein Weinchen trinken, weil das ist das, was wir am besten können. Aber ist das eigentlich so ein typischer Freitagabend für euch? Zusammen kochen? Ja, meistens steht das Essen dann schon auf dem Tisch, wenn ich nach Hause komme. Da bist du auch ganz froh drum, dass du nicht mehr am Freitag noch hier einen Handgriff machen musst. Ja, oder? Allerdings. Also meistens wirklich die Situation so, Matthias hat den Tag, Abend über gekocht, wie auch immer, wie aufwendig es ist. Und manchmal Johannes kommt rein, ich klappe dann meinen Laptop zu und dann Wohnzimmer, Essen und irgendwie auf die Couch. Das hört sich auch toll an, Matthias. Darf ich mal kurz? Ja, wisst ihr, ich rühre schon wieder nicht richtig. Nee, ich wollte nur mal gucken, ob es heiß ist. Der Profi, wo ist mein Glas hin? Da merkt man auch, wie lange die halt schon zusammen sind. Ne? Das ist echt, eine lange, lange Beziehung zu dritt schon. Wie viel die zusammen erlebt haben, ist ja Wahnsinn. Mhm. Schmacklich ist schon mal gut. Ja? Ja. Ja, siehst du. Man konnte es essen. Man konnte es essen, ja. Dann kann ja nichts schief gehen. Mein Schatz, ja. Okay. So sind wir morgen. Ja. Nein. Ich glaube, das hat man auch inzwischen schon gemerkt. Ja. Liebe ja. Geht bei uns durch den Magen. Ja. Prost. Wie organisiert ihr euch überhaupt zusammen, dass ihr es hinbekommt, zu dritt eine Beziehung zu führen? Ich stelle mir das auch einfach. Ist ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Orga, oder? Also wir haben immer so ein wöchentliches Meeting, sage ich jetzt mal, wo man immer über die Termine spricht, die dann in der nächsten Woche geplant stattfinden. Oder noch zu planen sind halt. Habt ihr irgendwie aufgeteilt, wer welche Aufgaben übernimmt, damit man sich nicht streitet? Oder knallt es trotzdem manchmal? Es hat am Anfang mal geknallt, weil wir dann die Sachen halt im Haushalt so gemacht haben, wie sie angefallen sind. Und dann hat halt jeder so den Eindruck, er macht am meisten. Und weil wir halt sehr rationale Menschen sind. Simon hat den Eindruck gemacht, am meisten. Und wie habt ihr das denn organisiert? Dann haben wir jetzt eine Liste und da wird sich eingetragen und das wird dann gewichtet nach Aufwendigkeit. Und da muss man halt 33% schaffen in der Woche. Ansonsten gibt's halt abhängig vom Gehalt Geld in die Urlaubskasse. WhatsApp-Gruppen, gemeinsame Kalender, ein Putzplan. Das klingt erstmal nach viel Arbeit und ein bisschen nach WG. Aber vielleicht geht Beziehung zu dritt auch nur so. Hat eigentlich Matthias eure Beziehung zueinander verändert? Es gab sicher Situationen, da haben wir uns vielleicht irgendwie mehr gezofft oder vielleicht ist uns auch manchmal mehr bewusst geworden, dass wir uns wegen gewissen Dingen zoffen, weil Matthias halt eben sehr harmoniebedürftig ist und sobald wir uns halt irgendwie gezofft haben, hat Matthias halt irgendwie versucht zu schlichten. Und du, Matti, wie hast du dich verändert, Matti? Früher in meinen Beziehungen war das jetzt nie so der Fall, dass man mir gesagt hat, ja, also wenn irgendwie was ist oder wenn du irgendwie Gedanken hast oder so, sprich die einfach aus. Um ganz ehrlich zu sein, die drei erinnern mich total an andere Paare, die ich kenne. Freitagabende auf der Couch. Sag mal, und das meine ich gar nicht böse, ne? Aber findet ihr euch manchmal ein bisschen spießig? Ja. Ja. Ja? Auf jeden Fall. Das ist auch alle so, ja! Auf jeden Fall. Oh ja. Wir sind ganz normal, ganz durchschnittlich. Wir sind genauso spießig oder nicht spießig wie andere Leute auch. Nur, dass wir halt einer mehr sind. Das ist der einzige Unterschied. Der einzige Unterschied. Boah, inhaltlich ist der Wein aber auch lecker. Ja, ich wäre am Wochenende einfach ein bisschen Zeit mit euch verbringen, um euch kennenzulernen. So ein bisschen Eindruck von mir ist, es ist ja einfach super harmonisch hier. Aber ihr habt ja tatsächlich schon erzählt, ein bisschen angedeutet, dass eure Familien da am Anfang ein bisschen skeptisch drauf geguckt haben. Ich würde sagen, wir machen jetzt heute mal Schluss und schnacken darüber morgen. Wir sehen uns dann morgen einfach nochmal wieder, ja? Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf den Tag. Vielen Dank fürs nette Essen. Sehr gerne. Cool. Tschüss. Hallo, guten Morgen. Sollen wir einfach direkt in die Richtung? Ja? Cool. Das ist süß, ne? Ja, das ist auch ganz gut. Was haben eigentlich eure Familien gesagt, als ihr gesagt habt, ihr seid zu dritt zusammen? Du hast es deinen Eltern ja zuerst gesagt, weil ja, gut, du warst ja auch in der einfachsten Situation. Die erste Reaktion war eher so, ja, wir freuen uns, aber bist du nicht irgendwie da das fünfte Rad am Wagen so, ja, weil du halt dazugekommen bist? Und ja, die beiden haben ja ihre Insider und ihre Geschichten, ja, und ihre Erlebnisse auch gehabt. Aber meine Eltern haben da halt einfach ein bisschen gebraucht. Okay. So, nicht, weil sie jetzt irgendwie da total konservativ wären, sondern einfach, weil sie sich Gedanken gemacht haben, ja, was bedeutet das jetzt? Man hat es doch dann schwer im Leben, bla, und überhaupt. Hat dich das verletzt? Jetzt, wenn ich es rückblickend betrachte, waren sie halt einfach nur ein bisschen überfordert, haben sich Gedanken gemacht. Und eigentlich ist es, glaube ich, eher ein Ausdruck von Zuneigung gewesen, dass sie sich darüber Gedanken machen. Spielen eure Eltern denn sonst eine große Rolle in eurem Leben, überhaupt eure Familien?
Ja, wir sind alle Familienmenschen, ja, auf jeden Fall. Also das wäre auch das Einzige gewesen, was wirklich irgendwie blöd gewesen wäre, wenn die ein Problem mit dieser Geschichte gehabt hätten. Weil ich meine, klar, gut, dann hätten wir halt vielleicht mit der einen Familie nicht mehr so viel zu tun oder gar nichts mehr zu tun. Das wäre aber, glaube ich, für uns alle drei echt wirklich, wirklich ein Problem gewesen. Wir haben jetzt eigentlich noch was vor, ne? Matthias, du machst die Ausbildung zum Weinprofi und wir haben noch wollen noch einen Wein verkosten. Genau. Ja, sehr cool. Ich bin schon gespannt, wie es abläuft mit der Weinprobe. Dann gehen wir los. Ja? Auf geht's. Cool. Die Weinprobe ist eine Hausaufgabe in Matthias' Ausbildung. Und darin unterstützen die anderen ihn, wo es geht. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, dass das jetzt da rausläuft. Soll ich einfach mal Handtuch holen? Nein. Gut. Je nachdem, wie stark der Wein seine Farbe von der Mitte bis zum Rand hin verliert, ist er entweder blass, mittel oder tief. Aber hat schon auch eine gute Säure, das zieht schon ein bisschen hinten. So. Das Thema Ehe, spielt das eigentlich eine Rolle für euch? Auf jeden Fall spielt es eine Rolle, ja. Gerade was so Absicherung für die Zukunft angeht und dass so rechtliche Dinge auch geklärt werden. Wir sind jetzt nicht die großen Romantiker oder so, dass man jetzt irgendwie eine Hochzeit aufgrund der Hochzeit machen will. So von wegen, ja, mit einer Kutsche oder im Extremfall oder was weiß ich. Klar würden wir uns freuen, wenn das auf Dauer machbar wäre. Und das muss man wegen mir auch nicht Ehe nennen, wenn da konservative Kreise zu große Probleme mit haben. Aber Hauptsache, dass man das halt irgendwie in Form gießen könnte. Ich finde das super spannend, dass du das ansprichst, weil tatsächlich macht sich die FDP genau zu dieser Frage, was ist eigentlich mit Beziehungen von mehr als zwei Personen Gedanken und hat ein Konzept im neuen Wahlprogramm zur Bundestagswahl. Die nennt diesen Vorschlag Verantwortungsgemeinschaft. Und das soll im Prinzip genau Beziehungen, die mehr als zwei Leute umfassen, rechtlich absichern. Unsere Funkkollegen von Represent haben sich genau mit der Frage beschäftigt und eine Doku dazu gemacht, die findet ihr hier oben. Aber wie guckt ihr denn da drauf? Wäre sowas eine Verantwortungsgemeinschaft, also eine rechtliche Absicherung für eure Beziehung, wäre das notwendig? Ist das eine gute Idee? Wir haben so auch schon darüber nachgedacht, ob es da nicht sinnvoll wäre, wenn halt wenigstens zwei Leute verheiratet wären, so ungefähr, dass halt wenigstens da irgendwie eine Absicherung da ist. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Würdet ihr sagen, ihr seid eine Familie, ihr drei? Gute Frage. Also ich glaube, für mich fehlt für den Begriff Familie auf jeden Fall noch ein Kind. Das ist ein Thema schließlich. Ist das denn ein Thema, worüber ihr sprecht? Sprechen tun wir darüber auf jeden Fall. Ja. Manchmal so ein bisschen spaßig auch, so von wegen, wir sind jetzt gerade im Park unterwegs. Ja. Oh, es wäre doch jetzt schön irgendwie, wenn man sich hinsetzt auf eine Bank und dann, oh, es wäre doch jetzt schön, hier so einen kleinen Mann irgendwie auf dem Schoß sitzen zu haben. Vielleicht wäre das schön, vielleicht auch nicht. Du wirkst ein bisschen skeptischer. Ich bin definitiv skeptisch. Also jetzt gar nicht mal erstens, weil ich generell, glaube ich, was ein Kind angeht, schon einfach skeptisch wäre. Und zweitens, ich glaube, sowas wie ein Adoptionsverfahren oder so. Ich glaube, wenn ich mir vorstelle, da kommt irgendein Jugendamt hier vorbei. Ja, das ist halt einfach schwierig, glaube ich. Dafür sind wir halt einfach doch zu speziell aufgrund dieser Beziehungskonstellation. Ich glaube nach wie vor, dass wir alle vernünftige bis sogar sehr gute Eltern sein könnten. Mhm. Wie ist das bei euch beiden? Seht ihr das? Ja. Also definitiv, ja. Ihr habt schon einen Kinderwunsch, ja? Doch schon. Okay. Aber dafür müssen halt die Grundvoraussetzungen so auch stimmen. Vielen Dank, dass wir die Zeit mit euch verbringen konnten. Ich habe wirklich was gelernt über, wie so eine Beziehung zu dritt funktioniert. Ja, wow, ich habe echt gedacht, so eine Beziehung zu dritt ist vielleicht ein bisschen wilder. Aber man merkt einfach, die drei sind ein super eingespieltes Team und fast ein bisschen spießig im guten Sinne des Wortes. Aber ich habe auf jeden Fall gelernt, die Dreierbeziehung bei denen funktioniert nur, weil die sich so gut organisieren. Die tauschen da zusammen ihre Kalender aus und machen Termine miteinander. Und die reden eben auch sehr offen über ihre Gefühle. Und das macht es für sie halt einfach. Was ist mit euch? Könntet ihr euch denn vorstellen, in einer Beziehung zu dritt zu leben? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Falls ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt wirklich schleunigst Zeit. Und schaut vor allem auch mal auf unserem Snapchat-Kanal vorbei. Für mehr Beispiele für Beziehung zu dritt, schaut unbedingt mal in das Video hier von Follow Me Reports. Neues von mir kommt dann ganz bald.